ich hab, oh, so Schädelbrumm. Boah, Alter, ist denn das was laut. Ist denn das? Meine Fresse, wo bin ich denn was? Hier? Alter, wo bin... Wer ist da? Hallo? Oh nein, das ist dieser behinderte Balu Basti. Hier? Ja, was? Balu hier? Schrei doch nicht so, Alter. Na, du sollst nicht schreien, Balu hier. Wo hast du Aspirin da, Junge? Sag mal, was hast du hier im Keller verloren? Der ist doch noch gar nicht fertig. Wie kommst du hierher? Alter, ich weiß nichts mehr. Ey, der Abend war echt ein bisschen heftig. Fuck, ist das... deine Wiese ist nicht ganz unbequem, aber... Wir haben richtig auf den Putz gehauen. Scheiße. Balu, das war was. Das war echt schön, aber trotzdem. Wir haben richtig schön ins Jahr 2017 gefeiert. Aber ich hab Kopf rum. In was für einer Ruine bin ich denn hier? Ey, guck mal, es regnet rein, Alter. Oh, ja, du weißt, wer dafür zuständig war. Wer das hier veranstaltet hat. Du weißt es ganz genau. Wer war's? Early Boy war's. Oh, Basti, ja, ey, ich falle in deine ganzen Löcher hier rein. Das ist ja Katastrophe. Ich kann nicht mal geradeaus laufen. Oh mein Gott. Oh, und jetzt. Ja, aber. Ja, geh mal unter den Regen hier. Es regnet, dann geht's ja schon besser. Also, oh, mir geht's auch dadurch besser. Puh. Oh, hast du was zu trinken? Ich brauch was zu trinken, Basti. Ich hab leider nichts zu trinken. Oh, bitte. Oh, hier ist was. Hier. Oh, geil. Warte, hier. Du was? Nein! Ah, oh, shit. Hallo, ey, das war ein Trank der Schwäche. Oh, jetzt fühle ich mich. Oh, ich dachte, das wäre was zu trinken, Junge. Fuck it. Hallo, wir sollten erstmal unseren Rausch richtig ausschlafen. Junge, ich hab Durst. Ich sterbe sonst. Oh, fuck. Ja, komm, dann gehen wir da hinten. Hast du keine Fläschchen hier? Warte mal hier. Nein, aber Balui, Melonen sind saftig. Melonen sind saftig. Ich kotze dir gleich Melonen vor die Füße. Kannst du dich an die Melonenbowle von gestern Abend erinnern? Nee, dankeschön. Oh, Balui. Ach, komm schon. Hast du Glas? Komm, ich bin der magischen Kräfte, die beherrsche ich noch. Ich nehme auch Glas. Was, du trinkst Glas? Oh, hier ist Glas. Nein, ich bin doch ein Alchemiker. Also, ich mache jetzt einfach Flaschen. So, warte. Und hast du Wasser hier? Wasser? Aua, ich sterb gleich. Was? Balui, du bist so... Junge! Dich als Gast zu haben, ist ja schlimm. Junge! Balui, du trinkst nie wieder was. Du hast ja nicht mal einen Frischwasseranschluss in deinem Haus. Was ist falsch mit dir? Ja, Balui, wir waren doch bei der Rebellion. Ich konnte hier nicht weiterarbeiten, Mensch. Boah, erstmal hier. Boah, willst du auch was zu trinken? Ich mach mir gerade selber meine Fläschchen. Du warst einfach viel zu schnell für mich. Ich hab doch hier Wasser mitgebracht. 3 Flaschen. 2 kriege ich. 1 kannst du haben. Alles klar. Hier, bitteschön. Boah, ey, Mann. Junge. Das ist echt schlimm mit dir. Boah, so. Boah, das tat so gut. Es tat echt gut. Ich glaube, ich behalte die Flasche erstmal. Balui, wir wollten doch etwas anstellen hier. Ja, weißt Basti, du noch? Ja, wir müssen uns immer noch für das rächen, was hier passiert ist. Und... Wisst ihr was? Wir haben vergessen, als wir Early Boy seine Rüstung geklaut haben, ein Schild dazulassen, dass wir das waren. Er weiß ja gar nicht, wer hier was gemacht hat. Deswegen, Basti, ich denke, Early Boy hat noch nicht genug gelitten. Er muss erstmal noch lernen, dass er sich nicht mit uns anzulegen hat. Deswegen müssen wir ihm noch einen kleinen Denkzettel verpassen. Ich habe da schon richtig Bock drauf. Pass mal auf, ich mach mal schnell einen Dispenser. Ich mach mal ein Schild, das ist genauso wichtig. Ups. Ich hab genug Schilder. Mir egal. Ich mach mir meine eigenen Schilder. Alles klar, Balui. So, oh, ich glaube, ich hab alles richtig gemacht. Ja, ich hab einen Werfer, Balui. Und wir nehmen ein bisschen Redstone mit. Und ich mach noch eine Druckplatte. Balui. Ja, ist okay. Hast du Sand bei dir hier oben irgendwo? Ich hab genug Sand. Werf mir das Gunpowder. Ach da. Psst, nicht so laut, soll ja keiner wissen, was wir machen. Deine dreckige Lache gefällt mir. Weißt du, wenn ich in meinem Mad-Mode bin, Balouis Mad-Mode, dann sollen sich alle fürchten. Basti, du hast doch immer noch keine Änder. Du hast ja, es ist alles bei der Rebellion, ich weiß. Also in unserer Geheimfeste. Ja, komm, ich hab 3 TNT. Boah, ich hab einen Dispenser. Ich hab schon ab. Ja, mein Gott. Ist halt eben so. Kannst du nicht ändern. Ich nehme noch ein bisschen Redstone hier mit. So. Balui, das wird legendär.
Das wird ein legendärer Streich. Hoffentlich lässt er dann endlich die Finger weg von meiner Eve. Ich finde das auch nicht in Ordnung, was er da gerade macht. Nee. Ich mache das schon so lange mit Eve rum. Also, ja, gut, sie weiß ja nicht, dass ich das bin, aber ich arbeite mir hier wirklich, oder wir, du hilfst mir ja dabei, was ich richtig cool finde. Danke nochmal, Balu. Auch immer gerne. Und hier habe ich einen richtig guten Wingman gefunden, der mich unterstützt. So, ja, ich habe, ja, und wegen dir habe ich auch, by the way, das Amt als Verkehrsminister, ja, vernachlässigt, weil ja der Weg da ist, die Brücke ist noch nicht wirklich fertig. Aber gut, was ist denn das hier, was Mann? Was hat der denn hier wieder gebaut? Oh, das ist eine Ultrafarm. Eine Mikrofarm. Komm, wir sprengen die in die Luft. Nee. Aber das ist ein cooles Ding, kennst du die? Ja, ja, ich weiß, was es kann. Cool. Da ist Gunpowder, da ist, nicht Gunpowder, Bone Meal und da drin sind die Seeds, oder? Ah, ne, die Seeds muss man da hin machen. Genau, oder? Du machst einfach die ganze Zeit rechte Maustaste. Hä, wo muss ich? Ach, da rein muss ich mich stellen. Ja, wenn du Seeds hast, genau, dann hättest du einfach rechte Maustaste gedrückt. Mit den Seeds. Ich glaube, das geht nur mit richtiger Seed. Ne, geht auch mit Karotten. Oh, cool. Ich habe jetzt aus 3 Karotten habe ich jetzt schon ein Stack. Geht voll ab. Ja. Okay, gut, das war's. Aus. So. Hier kannst du ein bisschen was haben, Balu. Oh, danke schön. Oh, Basti, der gab ich. Du gibst mir, jetzt ernsthaft, du gibst mir nur 6 Stück ab, Basti. Ja, Balu. Basti, da ist noch was. Okay, danke schön. So, ich würde ja sagen... Feuerwerk zündet man ja nicht im Haus. Nein, Feuerwerk zündet man nicht im Haus. Lass uns das hier vorne hinstellen, dass es auch nicht übersehen kann. Ja, pass auf, ich stelle den Dispenser, dass der so nach oben guckt. Ja, aber bitte. Nee, der muss in die Erde rein, oh, oder? Oh nein, wo habe ich die Raketen hingemacht? Hast du noch Raketen? Oh nein, Basti, habe ich nicht. Hast du die zu Hause vergessen? Ja, dann habe ich die zu Hause vergessen. Oh, Basti. Na, viel Spaß, ich baue schon mal hier ein bisschen. Ja, warte mal, dann gebe ich dir mal hier das da noch. Dann kannst du, das TNT möchte ich setzen. Ja, das ist auch okay. Dann hol ich nochmal kurz die Raketen. Mhm. Und ich bin dafür, wir schreiben auf das Schild einfach nur, dass er glaubt, dass es Eve ist. Und dass Eve nichts von ihm wissen will, schreiben wir einfach hin, von deiner geheimen Verehrerin. Genau. Oder? Deine geheime Verehrerin will nichts von dir wissen. Ich denke, das ist eine gute Idee. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Schreiben wir nicht. Du hast nur eine Druckplatte mitgemacht, ne? Warte mal, wir machen mal rundherum. Ja. So. Wupp. So, Balu. In irgendeiner Kiste habe ich das Zeug hingelegt. Wollen wir nicht 4 TNT sprengen? Da fehlen mir Gunpowder. Ach nee, wo habe ich denn die Raketen da? Also ich hätte genug Gunpowder. Ach so. Ja gut, dann komm ich. Dann machen wir das so. Die gehen doch durch, die Druckplatten gehen durch Erde hindurch, richtig? Ja, ne? Ja. Gehen durch alles hindurch, Balui. Durch alles. Gut. Ich habe alles vorbereitet, also brauchst du nur noch hinstellen. Und dann können wir Early Boy eine kleine Nachricht hinterlassen. Ja, ich bin so auf die Reaktion von ihm gespannt. Sind wir zu gemein oder ist das der Restalkohol, der ausspricht? Vielleicht. Also Autofahren würde ich jetzt noch nicht. Nee. Oh, es blitzt und donnert. Ja, das stimmt. Das Wetter ist gerade echt heftig. Und wir haben solche grausamen Machenschaften hier vor. Mensch, das passt ja hier richtig gut. Dieser Ambiente ist gerade. Ja. So, ich habe unten drunter schon alles präpariert. Du kannst die... Warte, für 4, hast du 3 oder 4 TNT? Nein, Ecken. Ich habe gerade 3. Werf mir nochmal kurz zu, Gunpowder, dann mache ich nochmal schnell. Ich passe auf, dass keiner kommt. Da unten im Loch ist es. Es ist keiner. Ach, okay. Dankeschön. Dann gehe ich kurz mal ins Haus hier rein. Oh ja, ins Trockene, mal eben kurz aufwärmen. Au. Puh. Ich wusste gar nicht, dass er überhaupt auch Alchemie kann. Er hat einen Braustand, sowas hast du nicht.
Das stimmt allerdings. Ja, das stimmt, Baloo. Tut mir leid. Rally Boy hat hier unten ein seltenes Artefakt. Hast du das schon gesehen? Nein. Woher hat er denn den mächtigen Zauber? Das ist doch nicht wahr. Das ist ein Teleporter. Baloo, ich bin in der Mitte. Baloo. Was ist denn das? Wieso hat er so mächtige Magie? Mit wem hat er sich eingelassen, um sowas zu kriegen? Baloo, wir brauchen auch sowas. Unbedingt. Basti, wir gucken uns das einfach an, wie das gebaut wird, und dann kopieren wir das einfach. Das machen wir genauso. Ja. Aber wir sollten jetzt erstmal hier unsere Falle präparieren. Da gebe ich dir recht. Also ich gehe runter, ich habe das TNT hier. 1, 2, 3. Und dann. Ich wäre fast auf die Druckplatte gelaufen. Kommt hier die. Mach mal schön noch einen Stein in die Mitte, dass das keiner sieht. Oder hier war der so. Ja, genau. Ups. Nein, da muss auch das TNT richtig, hin. Richtig, richtig. So. Geh du, mach du mal zu. Ja. Und dann hab ich hier das. So. Okay, es darf jetzt bloß auch kein Tier oder so drüber laufen. Oh shit. Oh shit. Da sagst du ja, was. Vielleicht hat Ölibor ja Zäune. Warte mal. Oh Mann, ich freue mich da schon drauf. Ich schreibe dann mal ein Schild hin. So. Genau. Von deiner geheimen Verehrerin. Lass es krachen. Punkt. Und mich in Ruhe. Und leg dich nicht mit der falschen. Oh ne. Ein Zaun fehlt, ey. So. Ich auf meinem Baloo, Alter, ey. Guck mal, Baloo, das wäre doch was. Komm sofort, warte, ich muss noch mal Zaun bauen. Ich hoffe, der freut sich, wenn ihm hier das Ganze um die Ohren fliegt. Was steht denn da jetzt? Von deiner geheimen Verehrerin. Lass es krachen und leg dich mit der Falschen an. Muss da nicht ein Nicht? Da steht ein Nicht, Baloo. Bei mir steht da nicht drin. Bei mir steht, lass es krachen und leg dich mit der Falschen an. Ohne Witz. Das steht. Hast du einen Texture-Pack drauf? Nein, da steht nichts. Nein, bei mir steht. Ohne Witz, Basti, kannst du nicht richtig schreiben. Bei mir steht ein Nicht steht nicht drauf. Nein! Das steht da drauf. Steht es nicht, ich würde das nochmal neu schreiben. Ohne Witz. Nein, das steht Basti, da drauf. Basti, du kannst kein Deutsch. Junge, da steht da wirklich nicht drauf. Das steht doch da, Baloo! Ah, es steht da nicht drauf. Wirklich nicht. Oh Mann. Ich mache ein Bild und lass dir per Brieftaube das zukommen. Ich schreib's neu. Baloo, nein! Es war nicht drauf, wirklich nicht. Und wenn er das gleiche Texture Pack hat, dann hast du ein Problem. Lass es krachen und leg dich nicht mit den Falschen an. Ich hab's repariert. Es war wahrscheinlich zu eng, Basti. Manchmal reicht es halt nicht. Ja. Wir sind hier in einer eingeschränkten Welt. Aber Basti, jetzt müssen wir abhauen. Wir sollten nichts wie ab nach. Lass noch mal, komm noch mal mit. Lass das einfach noch mal verwenden und wir verstecken uns in der Mitte. Guck dir das an, das möchte ich auch haben. Merk dir das. Basti, das Ding in der Mitte ist ein seltenes Artefakt. Das ist ein sehr seltenes Artefakt. Soll ich das mal abbauen? Ja, mach mal. Ich weiß nämlich nicht, was das ist. Oh, scheiße. Scheiße. Oh, Basti. Oh, shit. Oh, shit. Warte. Du nimmst eins und ich nehme eins. Oh, shit.
Ja, lauf, lauf! Das war so nicht geplant! Lauf! Lauf! Ich laufe in die Richtung, du laufst in die andere Richtung. Ich gehe nach Hause und ich werde den Kristall erforschen und herausfinden, was es mit diesem Artefakt auf sich hat. Ich habe das andere Teil einfach nur, damit es nicht so auffällig ist. Tschüss! Mach's gut, bis später. Ich sag dir, sobald ich Erforschungsergebnisse habe. Gute Nacht und so.